Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, Leute. Heute bin ich in der Stadt Sakurai. Das liegt in der Präfektur Nara, ein bisschen im Süden. Und wir machen uns jetzt 2 Stunden Marsch auf den Weg in einen Schrein, der aber eigentlich mal ein Tempel war. Und da wird ein sehr interessanter Gott bzw. eine Person verehrt. Leute, als ich das im Internet gesehen habe, von den Gebäuden her, das sah so gut aus. Und wir können dort auch erleben, wie Shintoismus und Buddhismus früher zusammen existiert haben. Denn die Gebäude sind von früher mehr oder weniger erhalten und werden immer wieder so neu gebaut. Das ist auch relativ selten, dass man diese Symbiose aus Shintoismus und Buddhismus so noch sehen kann heute. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Aber jetzt müssen wir erstmal 2 Stunden durch die Kälte dahin. Auf geht's! Das ist auch richtig interessant. Ich bin noch gar nicht lange unterwegs, aber hier haben wir schon das Todi des Schreins gefunden, zu dem ich möchte. Wir sind aber irgendwie noch mitten in der Stadt und es ist noch mega weit entfernt. Trotzdem haben die hier schon mal einfach das Todi hingebaut. So ein Riesending, ihr seht, im Hintergrund ist auch nichts, ne? Da ist wirklich nichts. Da steht nur eine Tafel mit der Erklärung, ja, das ist ein richtig großes Tor hier. So, ja, da sehe ich, dass das groß ist. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt weiter auf den Weg. Dauert noch einiges. Aber finde ich interessant, dass die so weit entfernt vom Schrein schon so ein Ding hinstellen. Es soll jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde bis zum Schrein sein und es ist ein Wahnsinnsweg, Leute. Schaut euch das Gebäude da im Hintergrund an und mit dem Stein oben so ein bisschen traditionell aus Holz. Einfach super. Ich bin schon wieder begeistert. Ist aber von der Landschaft her ein bisschen anders als das, was ich bisher gehabt hatte. Viel Wald war in der Mitte drin, da habe ich nicht ganz so viel aufgenommen. Habe ich ein bisschen das Akku geladen, damit wir gleich mehr filmen können. Aber gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Super ruhig, hier ist niemand. Mir ist eben ein Auto entgegengekommen, weil hier kann man mit dem Auto langfahren. Aber im Grunde ist hier wirklich niemand. Sehr, sehr schön, idyllisch und ruhig. Thank you.
Wir sind angekommen im Tanzan-jinja, so heißt dieser Schrein hier. Wir werden uns die Anlage jetzt mal angucken und dann erzähle ich euch, was es hier mit diesem Schrein auf sich hat. Es hat auch ein bisschen angefangen zu schneien, hat jetzt wieder aufgehört. Vielleicht sehen wir gleich noch richtig Schnee, wer weiß. Auf jeden Fall eine sehr interessante Anlage, hat 600 Yen Eintritt gekostet. Und ich bin gespannt, was wir jetzt hier erleben werden. Ich habe mir jetzt die Anlage angeschaut, Leute. Wow, das nenne ich mal ein Schrein-Tempel. Wie ihr wahrscheinlich in den Aufnahmen gesehen habt, es gibt so einen Turm, ne? Und dieser Turm, den gibt es eigentlich nur in Tempeln. Das ist in der Regel ein Grab. Da ist jemand unten drunter begraben. Und der Typ, der hier darunter begraben sein soll, das ist der Nakatomi no Kamatari. Wenn ich ihn richtig im Kopf habe. Ich schreibe es unten hin. Das, was unten steht, ist richtig, auch wenn ich es falsch gesagt habe. Und der Typ, Leute, das war ein ganz besonderer und ein ganz wichtiger. Denn der war einer der Vorfahren, beziehungsweise man könnte sagen, der Gründer der Fujiwara-Familie. Fujiwara habt ihr vielleicht schon mal gehört, unglaublich bedeutende Familie. Die hießen vorher, bevor sie Fujiwara hießen, hießen die Nakatomi. Und dieser Nakatomi no Kamatari, der war unter anderem mit dafür verantwortlich, dass die Familie der Soga gestürzt worden ist. Denn der Buddhismus kam im 6. Jahrhundert nach Japan rein und es gab zuerst einen Krieg zwischen der Familie der Soga, die gesagt haben, wir brauchen den Buddhismus, mit dem Buddhismus läuft Japan viel besser, und der Familie der Mononobe und eben der Nakatomi bzw. späteren Fujiwara. Die Fujiwara und die Mononobe, die sind schon uralte Familien im Übrigen, die gab es schon im Takamagahara, die haben ihre Schreine in der Ibaraki, also im Osten von Tokio, den Katori-Jingu und den Kashima-Jingu, in denen werden Götter verehrt, die mit den Mononobe und den Fujiwara in Verbindung stehen. Und die haben auch die Familie der Amaterasu, also die Sonnengöttin, immer beschützt. Und eben dann auch das Kaiserhaus. Das heißt, die waren absolut mit dem Shintoismus verwoben. Und die Familie der Soga, die haben gesagt, nö, wir wollen aber den Buddhismus machen. Und da gab es dann den Krieg über 50 Jahre ungefähr oder vielleicht sogar noch länger. Zuerst haben die Familie Fujiwara und der Mononobe gewonnen. Die haben also die Soga weggemacht und haben ihre Tempel abgebrannt. Aber dann hinterher hat die Familie der Soga gewonnen und hat eben den Buddhismus hier implementiert. Unter anderem auch eine ganz, ganz berühmte Person, die zu der Familie der Soga gehört, ist der Shotoku Taishi. Von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Gilt mit als Begründer des Buddhismus in Japan, weil die das eben nach vorne getragen haben. Aber dann kam der Typ, der hier eben jetzt liegt, der hier in diesem Schrein auch verehrt wird. Das ist eben der Nakatomi no Kamatari oder Fujiwara no Kamatari. Und der hat dann eben das Oberhaupt der Soga-Familie hinterher auch getötet und hat somit, ja, viel Macht an seine Familie gerissen, hat von dem Tenno, vom Kaiser, dann hinterher eben den Titel der Fujiwara bekommen. Und mit ihm hat dann eben die Familie der Fujiwara auch angefangen. Und die Familie der Fujiwara hat ab da an
relativ viel Einfluss auf Japan gehabt und auf das Kaiserhaus, denn die haben ihre Töchter immer mit dem Kaiser verheiratet irgendwie. Ja, fragt mich nicht, wie das genau wieder passiert ist. Auf jeden Fall, die Töchter der Fujiwara waren dann mit dem Kaiser irgendwie verheiratet und die Kinder, die daraus entstanden, die wurden aufgezogen bei der Familie der Mutter, also bei der Fujiwara. Und so konnten die eine ganze Menge Einfluss auf das Kaiserreich oder auf die Kaiser, nicht das Reich, und eben Japan dann auch nehmen. Ziemlich interessante Person, war auch eine der Hauptpersonen bei der Taika-Reform. Taika-Reform, eine ganz wichtige Reform in Japan. 645 müsste es gewesen sein, da wurden die implementiert und die haben eben dafür gesorgt, dass Japan ein bisschen zentralisierter wird, dass das mit der Regierung besser funktioniert und mit dem Land, dass alles besser geordnet ist. War ganz, ganz wichtige Reform, die da gemacht worden sind. Und da war eben der Typ, der hier liegt, der war auch mit hauptsächlich verantwortlich dafür, dass diese Taika-Reformen dann implementiert wurden. Also wirklich ein richtig heftiger Typ, der hier liegt, könnte man sagen. Und was eben interessant ist, früher haben Shintoismus und Buddhismus zusammen existiert. Und dann gab es irgendwann eine Zeit, die Shinto-Direktiven, ne, war im 19. Jahrhundert, meine ich, wenn ich mich recht erinnere, nagelt mich jetzt nicht genau auf das Datum fest, ja, sowas vergesse ich immer, das muss ich auch immer nochmal nachgucken dann. Auf jeden Fall gab es dann eine Zeit, an der gesagt worden ist, okay, alle Tempel weg, wir wollen nur noch Shintoismus machen, weil wir wollen den Staats-Shinto machen. Und da wurde eben viel abgebrannt. Und hier ist es dann eben auch so passiert, dass nicht so viel abgebrannt worden ist, ja. Aber das Ding war dann kein Tempel mehr, was es eigentlich ursprünglich war. Also es ist eigentlich ein Tempel hier, sondern es wurde zum Schrein umbenannt. Und bis heute heißt es auch noch Schrein halt, ne. Tanzan Jinja heißt es noch. Aber die Gebäude und alles, das ist eigentlich weniger shintoistisch teilweise, mehr buddhistisch. Aber teilweise auch so einen Mix. Und das finde ich super interessant, auch mit der roten Farbe alles. Es ist alles, die Gebäude scheinen schon sehr alt zu sein. Ihr seht auch hier, das im Hintergrund scheint super alt zu sein schon. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und das ist einer der Schreine, in denen man eben noch sehen kann, wie Tempel und Schreine zusammen existiert haben. Weil im Grunde die Gebäude mehr oder weniger das gleiche mit kleinem Mix. Einfach ein paar Tore da vorne hingehauen und zack, hast du einen Schrein. So ungefähr. Ja. Und deswegen wird hier eben auch dieser Typ verehrt. Normalerweise werden ja in Tempeln, ne, immer auch berühmte Persönlichkeiten des Buddhismus oder sowas verehrt. Und das ist halt relativ interessant. Aber super Ort. Also gefällt mir richtig gut, Leute. Von den Gebäuden her, von der Landschaft her, wie das alles gemacht ist hier. 1A, richtig, richtig schöner Ort und ein absoluter Geheimtipp, ist vom Sakurai-Eki ungefähr 2 Stunden Fußmarsch entfernt, ist aber ein ganz schöner Weg hierhin und im Herbst gibt's Blätterfärbung hier, im Frühling gibt's Kirschblüten hier, bin ich natürlich jetzt beides nicht hier, ich bin im Winter, aber trotzdem wirklich sehr, sehr schön und ich werde mir jetzt hier noch ein bisschen angucken. Geht's hier noch ein bisschen berghoch, da war ein Schild, da stand irgendwie 290 Meter bis irgendwas, habe ich gedacht manchmal. Hier im Übrigen findet man, Shizen o taisetsu ni, steht da drauf. Also lasst uns die Natur gut behandeln. Das heißt, im Umkehrschluss, wirf keinen Müll weg und mach keinen Blödsinn. Diese Schilder findet man überall, wenn man irgendwo auf den Berg wandern geht. Sind die immer da, wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Hier ist so eins. Ich habe mich hier hochgequält auf diesen kleinen Berg und das hier ist der Ort, an dem die Taika-Reform besprochen worden sein soll. Ja, hier. Also keine Ahnung, ob die hier Picknick im Wald gemacht haben oder ob die hier noch ein Gebäude hingebaut hatten zu der Zeit. Ich weiß es nicht, aber das, Leute, das ist der Ort hier, an dem die Taika-Reform besprochen wurden und vielleicht auch entschieden. Das weiß ich nicht so genau, aber besprochen wurden sie hier auf jeden Fall. We'll be right back.
Ich habe den Schrein jetzt wieder verlassen, mache mich auf den Weg nach Hause, denn es warten jetzt wieder 2 Stunden Fußmarsch plus noch eine lange Bahnfahrt auf mich. Aber hier im Hintergrund seht ihr das Tor, das ist das Osttor, so nennen die das. Und das verdeutlicht auch nochmal ganz gut, dass das Ding eigentlich früher ein Tempel war. Denn diese Tore, die gibt es in Schreinen nicht, die gibt es in der Regel nur in Tempeln. Beziehungsweise, stimmt nicht ganz, es gibt teilweise auch Schreine, die haben solche Torähnlichen Gebäude, wo man durchgehen kann, aber im Grunde ist es schon ein sehr, sehr markantes Merkmal für einen Tempel. Leute, es hat mir super gefallen. Ich hoffe euch auch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch dieser Schrein hier gefallen hat, der Weg dahin, dieser Vlog. Ich fand es super interessant, weil es, wie gesagt, eine Symbiose aus Shintoismus und Buddhismus war hier und man das eben auch noch heute relativ gut sehen kann, was auch ziemlich selten ist. Also es gibt nur ein paar Tempelschreine, bei denen man das so deutlich sieht, wie eben bei diesem hier. Weil wir haben hier auch gesehen, ein paar buddhistische Statuen und so, die waren auch da und das findet man im Schrein normalerweise überhaupt nicht. Und die Schreinelemente, wie mit den Toren und allem, das findet man im Tempel normalerweise überhaupt nicht. Also wirklich super interessant. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Es war mir eine Freude. Mal gucken, was wir im nächsten Vlog entdecken werden. Das hier ist auf jeden Fall ein absoluter Geheimtipp für euch. Im Süden von Nara, in der Stadt Sakurai, der Tanzan-Jinja. Kann ich euch absolut empfehlen. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, ihr konntet was Neues über Japan lernen. Ein paar neue Gebiete hier und Einblicke gewinnen. Schaut gerne in die Videobeschreibung, wenn ihr mich unterstützen wollt. Da gibt es noch einige Links, über die ihr das tun könnt. Zum Beispiel durch eine direkte Spende. Ich habe Japanisch-Online-Kurse, aber es gibt auch einen Japan-Online-Shop, in dem ihr Dinge aus Japan kaufen könnt. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffe ich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.